David, 1-1 gegen Schalke 2. Hat ein gutes Spiel gemacht. Hast du das Gefühl, dass hier eindeutig mehr drin gewesen wäre? Ja, ich glaube schon, dass mehr drin gewesen wäre. Ich glaube, wir haben heute wirklich ein gutes Heimspiel von uns gesehen. Sind viele über außen durchgekommen, sind Flanken gekommen. Körperlich waren wir da. Und ja, ich glaube, ein bisschen Glück können wir ja auch gewinnen. Und mein Gott, jetzt haben wir 1-1 gespielt, müssen wir mitleben. Und ja, jetzt können wir es erstmal holen. Ja, vor dem 1-0 hast du schon eine Riesenchance gehabt. Ja, die vermeintlich nicht leichter war. Liegen dir im Moment so die schweren Dinge einfach eher? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, in dem Moment habe ich vielleicht einfach zu viel nachgedacht. Was mache ich? Lupe ich, dribbel ich ihn aus? Da bin ich zu langsam geworden. Aber mein Gott, musste ich abhaken dann. Dann kam eine Flanke und da war ich dann da. Dann habe ich den Kopf voll halt 1-0 gemacht. Natürlich, also es hat erstmal riesen Spaß gemacht heute. Muss ich ehrlich sagen, es war ein gutes Spiel gegen einen guten Gegner, den wir auch meiner Meinung nach echt dominiert haben. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, waren immer nah am Mann, haben nach vorne gespielt, hatten unsere Möglichkeiten. Ja, und deswegen ist ein Punkt vielleicht ein bisschen zu wenig. Erste Halbzeit ging klar an Oberhausen, zweite Halbzeit waren wir ein Tick besser. Mussten natürlich heute auch auf Robert Leipertz verzichten, der bei den Profis im Kader ist. Ja, das ist ein Spieler, der 12 Tore geschossen hat. Das hat man natürlich auch gemerkt, dass der Spieler uns da ein bisschen in der Offensive fehlt. Und die Jungs haben das Spiel gut angenommen. Zweite Halbzeit haben wir die Wende eingeleitet, sage ich mal. Haben wir einfach anders Fußball gespielt und somit war insgesamt das Unentschieden auch gerecht. Herr Kunkel, Sie hatten es bereits im Vorfeld angekündigt, dass Sie mit der einen oder anderen Überraschung aufwarten werden. Jetzt haben Sie zwei Jungprofis gebracht, mit Pollasch und mit Jung. War das dann eine Maßnahme, die letztlich bewährt hat? Ja, auf jeden Fall. Wer das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass die Jungs mit Spaß und Freude gespielt haben. Müssen natürlich noch eine Menge lernen, aber wie gesagt, die waren voller Selbstvertrauen. Die haben nach vorne 1-gegen-1 gespielt, Pollasch Flanken geschlagen, auf der anderen Seite genau das Gleiche. Und wie gesagt, der Gidi ist ein aggressiver Spieler, der sich das auch verdient hat. Der hätte schon längst gespielt, wenn er sich nicht verletzt hätte. Und wie gesagt, ich bin voll zufrieden, weil die Jungs alles gegeben haben. Und ich denke mal, das ist auch der Weg, den Rot-Weiß-Oberhausen gehen muss. Reviersport. Ehrlich, echt.